Lieber zu wenig Calcium als zu viel. Guten Morgen! Gerade als Veganer bist du doch immer mit dem gut gemeinten Ratschlag und achte auf dein Calcium konfrontiert. Und so gehen viele Menschen lieber den Weg, sich abzusichern und dann doch noch ein Supplement obendrauf zu ballern oder noch ein Multivitaminpräparat zur Abrundung des Nährstoffhaushaltes zu kaufen und so weiter. Immer aus der Angst heraus, dass wir zu wenig haben könnten. Auch die Berechnung der Nährwerte, die die DGE empfiehlt, die ist ausschließlich aus dem Ansatz errechnet, dass wir nicht zu wenig haben. Wenn mein Video noch nicht gesehen hat, wie die Nährwerte überhaupt errechnet werden, unbedingt anschauen, hier oben in den Infokarten. Der Ansatz, lieber zu viel als zu wenig, das zieht sich durch unsere westliche maßlose Gesellschaft und ist nicht zuletzt von der Wirtschaft auch immer wieder gefördert. Und noch ein Supplement und noch ein Pülverchen und noch eine Ergänzung. Wenn ich mich an meine Anfangszeit als Veganer erinnere, die wenigsten von Euch sind ja von Anfang an dabei, da habe ich wirklich jedes Pulver ausprobiert, was mir unter die Finger gekommen ist. Manche hatten tatsächlich auch nette Effekte, manche habe ich aber auch gleich wieder zu den Akten gelegt. Aber gekauft habe ich sie in erster Instanz alle. Ne? Und auch heutzutage, wenn noch ein neues Pulver auf den Markt kommt, ist es immer so, na, man kann es ja mal testen. Ne? Das ist so in uns drin. Einen kleinen Einblick über die damals verwendeten Pulver, teilweise auch heute noch, habe ich Euch ja schon mal in einem Video gepostet. Aber wenn es um die Gesundheit geht, da ist definitiv weniger mehr. Mittlerweile hat auch die Wissenschaft die notwendigen Grundlagen dafür gelegt, zu verstehen, warum eine leichte Unterernährung, eine Unterversorgung und damit ein, ja, was wir unter Hungern assoziieren, warum das die Lebensspanne deutlich verlängert. Ein leichtes Hungergefühl. Ne? Aber ein bewusst akzeptiertes leichtes Hungergefühl. Also ist kein erzwungenes Hungern. Das ist eine andere Sache. Sondern ein bewusst initiiertes leichtes Hungergefühl. Zwei Studien zu diesem interessanten Thema habe ich Euch unten verlinkt. Aber heute soll es um das Calcium gehen. Aber es ist wichtig für das Grundverständnis, dass unser Wissen gerade in der Ernährung immer nur ausgehend von einem Mangel untersucht wird und nicht im Optimum. Und deshalb ja, war es für mich jetzt auch notwendig, das Euch ja, zu präsentieren. Es wird also immer geschaut, wann keiner der Menschen, wenn man so die Nährstoffe berechnet, einen Mangel mehr hat. Und erst dann wird die Nährwertgrenze oder die Nährwertempfehlung berechnet. Aufgrund dieses Umstands, wenn keiner mehr einen Mangel hat. Das macht auch in der Vergangenheit Sinn. Einen Mangel erkennt man immer relativ schnell. Man kann ihn auch oft gut zuordnen. Aber ein Überschuss eines Nährstoffs, der wird von körpereigenen Puffersystemen versucht selbstständig zu metabolisieren oder irgendwo einzulagern. Und die Effekte davon, die sind teilweise erst Jahrzehnte später zu erkennen. Aber mittlerweile hat man Langzeitstudien zum Thema und mittlerweile geht es eben nicht mehr darum, keinen Mangel zu haben, sondern die Wissenschaft möchte das Optimum finden. Aber die derzeitigen Empfehlungen, wie gesagt, siehe mein Video, errechnen die Werte noch ganz stark nach Sicherheitsaspekten. Es wird nicht nur ja, der Wert genommen, wo auch der ungesund lebendste Mensch einer Gesellschaft keinen Mangel hat, sondern auf diesen Wert, der schon viel zu hoch ist, wir haben noch einmal 2 Standardabweichungen draufgeschlagen. Einfach nur zur Sicherheit. Die Werte, die wir heute anpeilen, die Werte, wo von Eisenmangel, Kalziummangel, B12-Mangel oder was auch immer Mangel geredet wird, das sind Werte, wo überhaupt noch kein Mangel entsteht. Klar, um sicher zu gehen und sich abzusichern als Doktor, nimmt man lieber etwas zu viel als zu wenig. Gerade in Amerika hat man ja schnell eine Klage am Hals. Also lieber Safety First. Macht Euch das bewusst. Nun hat der Schwede Mikkelsen in einer massiven Langzeitstudie mit über 60.000 Menschen gezeigt, dass Menschen, die 600 bis 1000 mg Calcium aufnehmen, also unter den Empfehlungen der DGE, die je nach Alter 1000 bis 1200 mg veranschlagen, um sicher keinen Calciummangel zu haben, das Risiko einer ischämischen Herzerkrankung bzw. das Risiko an einer ischämischen Herzerkrankung zu sterben halbieren. Im Gegensatz zu den Menschen, die über 1400 mg Calcium aufnehmen. Oder anders ausgedrückt, diejenigen, die zu viel Calcium aufnehmen, haben eine doppelt so hohe Sterblichkeit wie diejenigen, die laut DGE-Empfehlung zu wenig aufnehmen. Die Studie ist hier immer unten verlinkt. Das spiegelt sich wieder wirklich 1:1, wie eingangs erwähnt, das Muster unserer Gesellschaft. Lieber zu viel Geld, lieber zu viel Nährstoffe, lieber zu viel Besitz, lieber zu viel Freunde. Ne? Mehr. Aber die Zeiten
des Mangels sind für uns in der westlichen Welt vorbei. Wir stolpern in ein Extrem der Maßlosigkeit und des Überflusses. Viele intuitive Menschen erkennen das. Und der Minimalismus, das ist die natürliche Gegenbewegung dazu. Das Video habe ich ja vor ein paar Tagen, das neueste Video, ich habe ja schon 3-4 Videos zum Thema gemacht, habe ich euch oben verlinkt. Der Kern ist beim Minimalismus, und das verstehen auch viele nicht, nicht so wenig wie möglich, weil das ist wieder ein Extrem und das ist sinnlos. Einfach immer weniger, immer weniger. Das ist nicht Minimalismus, sondern so wenig wie nötig. Wie viel Kalzium sollte man denn nun zu sich nehmen? Das ist individuell verschieden, da die Kalziumaufnahme von vielen Faktoren gefördert oder gehemmt wird. Wer gesund lebt, das heißt einen gesunden Vitamin D Spiegel hat und sich pflanzlich ernährt, der wird wahrscheinlich, nach meiner Einschätzung, irgendwo bei 500 mg Tagesbedarf sein. Nur der rechtliche Hinweis, ich bin kein Arzt, ich habe keinen Zettel, dass ich sozusagen irgendwas sagen darf, also hört nicht auf mich, ich spinne hier nur so ein bisschen für mich rum. Ne? Also, der Zusammenhang wegen dem Kalzium und Vitamin D ist, um Kalzium zu verarbeiten, braucht es Vitamin D. Wer einen Kalziummangel hat, der muss also nicht zwangsweise, das gilt also auch andersrum, Kalzium fressen, sondern da schaut sich einfach mal an, wie sein Vitamin D Spiegel ist. Genauer gesagt sein Calcidiol-Spiegel, auch bekannt unter dem Laborwert 25-Hydroxyvitamin D. Denn dieser Stoff wird aus dem inaktiven Vitamin D, dem Cholezalciferol, gebildet. Wenn also der Calcidiol-Spiegel sehr niedrig ist, dann einfach die Vitamin D-Aufnahme erhöhen und dann erhöht sich auch die Calciumaufnahme. Kleiner Exkurs zur Milch, weil es gerade passt und wir immer ja auch neue Abonnenten hier haben. Milch hemmt den Vitamin D-Spiegel aus 3 Gründen. Erstens, Milch liefert viel Kalzium, was die Calcitriol-Synthese senkt. Das ist der Stoff, also Calcitriol, der aus dem eben genannten Calcidiol, also dem im Labor gemessenen 25-Hydroxyvitamin D gebildet wird und ca. die 1000-fache Wirkung des Calcidiols hat. Milch hemmt diese Synthese, diese Umwandlung, diesen produktiven Stoff. Zweitens, Milch liefert viel Phosphor und ebenfalls die Calcitriol-Synthese. Und last but not least, drittens, Milchprodukte haben viele schwefelhaltige Aminosäuren, die die Säurelast der Nieren erhöhen und, oh Wunder, ebenfalls die Calcitriolbildung hemmen. 2 Studien, die dieses alles belegen, gibt es unten in der Infobox. So, Ende Exkurs, mir noch gerade mal eingefallen, hat gut gepasst. Wie ist das nun mit der Calciumaufnahme, wenn man ungesund lebt und Fleisch isst? Dann braucht man auch mehr Calcium, da die erhöhte Säurebildung und auch Salz zum Beispiel die Calciumausscheidung stark erhöht. Aber wie wir gelernt haben, nicht einfach durch mehr Calcium-Einnahme dieses versuchen auszugleichen, wenn man ungesund lebt, sondern erstmal eine Erhöhung des Vitamin D-Spiegels anstreben auf ein gesundes Niveau. Wir sprechen hier von ungefähr über 50 Nanogramm pro Milliliter. Auch beim Vitamin D gilt nicht immer umso mehr umso besser. Aber ich sag mal, also zum Beispiel also über 100 Nanogramm pro Milliliter sollte man nicht den Spiegel weiter pushen. Auch da ist die gesunde Mitte entscheidend. Also zusammenfassend, löst euch erstmal generell von dem Ansatz, dass ihr lieber etwas zu viel als zu wenig haben solltet. Gerade wenn wir die Werte der DGE an den Tag legen und wie die errechnet werden, sollte das jedem klar werden. Ich als unqualifizierter und nicht mit einem Zettel ausgestatteter Mensch habe für mich entschieden, dass 50-60% der DGE-Empfehlung ausgehend von meiner individuellen Lebensweise vollkommen ausreichend sind. Also passt auf, nicht zu viel Calcium. Ihr erhöht eure Sterblichkeit ausgehend von ischämischen Herzerkrankungen um das Doppelte. Ich hoffe, ich konnte euch wieder euer Leben etwas bewusster gestalten, euch etwas Informationen bringen und ja, eben damit auch euer Leben verbessern. Wir sehen uns morgen wieder, euer Christian. Tschüss.